Anhand dieses Beispiels über einen Wellensittich möchte ich dir zeigen, wie einfach es ist, ein Plagiat zu überführen. Das heißt, herauszufinden, wo im Netz Bilder und Texte kopiert und hier wieder eingefügt wurden, ohne eine korrekte Quellenangabe. Meist sieht man relativ schnell, welche Sätze dann möglicherweise nicht von dieser betreffenden Schülerin oder dem Schüler verfasst wurden. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Satz und kopiere ihn über Bearbeiten, Kopieren oder Steuerung C und füge ihn in Google nun mit Anführungs- und Schlusszeichen wieder ein. Das heißt, nun wird genau nach diesen Wörtern in dieser Reihenfolge gesucht. Und du siehst, an oberster Stelle kommt Wikipedia und dann aber noch diverse weitere, die exakt denselben Satz verwenden. Mit größter Wahrscheinlichkeit ist der Satz also von Wikipedia übernommen worden und auch andere hatten dieselbe Idee. Ich schaue einfach mal willkürlich in zwei solche Seiten hinein. Du siehst, hier könnte ich jetzt danach suchen, indem ich die Volltextsuche aufrufe und es wird mir gleich angezeigt, wo dieser Satz vorkommt. Wenn ich nach unten scrolle, so sehe ich nirgends eine Quellenangabe, woher dieser Text ursprünglich stammt. Ganz im Gegensatz zu diesem Text hier, da ist ganz zum Schluss korrekt die Quellenangabe gemacht. Auch bei den Bildern lässt sich das einfach überprüfen. Mit einem Rechtsklick kopiere ich die Bildadresse. Du könntest das Bild auch speichern, einen Screenshot machen oder notfalls sogar abfotografieren. Und jetzt wähle ich die Bildersuche von Google, wähle hier das Kamerasymbol und füge die Adresse hier ein. Wenn ich jetzt die Suche aktiviere, so wird mir dieses Bild gleich angezeigt und ich kann über alle Größen die verschiedenen Varianten anzeigen lassen, die dieses Bild verwenden. Natürlich hier die Wikipedia-Seite, aber hier auch noch ein Blog, der hier unten dasselbe Bild verwendet. Du siehst, es ist also überhaupt keine Kunst herauszufinden, woher Inhalte im Netz geklaut wurden.